Herr Schulz, Sie haben ja als Kanzlerkandidat sich die Option offen gehalten, in ein Kabinett von Frau Merkel einzutreten. Da es Zweifel gibt an der Festigkeit dieser Absage an eine große Koalition, sagen Sie heute, ich werde niemals Minister unter Frau Merkel oder in einer CDU-CSU geführten Regierung. Herr Sturm, jetzt muss ich noch mal zurückfragen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe als Kanzlerkandidat nicht ausgeschlossen, in eine Regierung von Frau Merkel einzutreten. Wo haben Sie das denn her? Sie haben sich doch ausdrücklich offen gehalten, in ein Kabinett Merkel einzutreten. Wo, wann? Vor 2 Wochen habe ich Sie gefragt, ob Sie das ausschließen, wie Ihr Vorgänger Per Steinbrück. Da haben Sie darauf verzichtet. Deswegen jetzt die Frage, schließen Sie aus, Minister unter Frau Merkel oder der CDU-CSU-geführten Bundesregierung zu werden? Wo haben Sie mich das denn vor 2 Wochen gefragt? Hier. Hier? Die Kollegen waren dabei. Habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Echt? Na, Sie können ja jetzt die Frage beantworten. Dem Vernehmen nach. Wiederholen Sie die Frage nochmal. Ich bin da ein bisschen schwer von KP. Herr Schulz, schließen Sie aus, dass Sie in ein von Frau Merkel oder von der CDU-CSU geführtes Kabinett eintreten als Minister? Ja. Ja, ganz klar. In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nie eintreten. Jetzt einmal. Vielen Dank.